So, hallo und herzlich willkommen hier beim Trading Teddy. Mein Name ist Joe. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr habt genug Kraft getankt am Wochenende für die bevorstehende Arbeitswoche. Ich würde sagen, wir schnacken auch nicht lange rum, wie immer, sondern wir gehen gleich in die systemische Analyse von Bitcoin und Ethereum. Und ja, das alles nach dem Intro. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Bitcoin 4-Stunden-Chart. Wir machen es ganz schnell heute, Leute. Gibt nicht viel zu erzählen. Ich habe schon eingezeichnet alles, dass wir uns schnell einarbeiten können. Also Bitcoin ist übers Wochenende hier wieder in diese Seitwärts-Range reingekommen. Hat sich nicht viel getan, tut sich nicht viel. Was wir hier sehen können, seit diesem Abverkauf hier, sinkt das Volumen stetig, kann man ganz deutlich sehen, Volumen sinkt, sinkt, sinkt. Was passiert, wenn Volumen sinkt? Es folgt in der Regel wieder ein großer Move. In dem Fall würde ich wieder sagen, eher nach unten als nach oben. Kann natürlich auch nach oben gehen, das haben wir hier auch gehabt. Ja. Volumen ist hier gefallen. Gefallen, gefallen, gefallen und dann hier explodiert nach oben. Und um das festzustellen, würde ich mal sagen, gehen wir einfach in den 30-Minuten-Chart, weil hier auf dem 4-Stunden-Chart tut sich nicht viel. Das ist nur eine Seitwärtsphase immer noch, die wo wir seit fast einer Woche drin haben, seit diesem Abverkauf, den großen. Und ja, hier auf dem 30-Minuten-Chart sehen wir es schon etwas besser. Meine Szenarien, wo ich jetzt sage, wo für mich realistisch sind, ist, das habe ich auch schon am Freitag gesagt, dass die Bullen noch eine Chance haben, in meinen Augen, dass wir hier hochkommen. Aber selbst wenn wir hier hochkommen würden, dass wir dann hier den Abverkauf sehen. Ich habe das hier schon mal so eingekritzelt etwas für euch, diese schwarze Kritzellinie hier. Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass wir hier diese schwarze Box, wo wir auch schon angetestet haben, einmal heute, erst vorher, vor einer Stunde nicht mal, dass die jetzt als Support dient und dass wir jetzt uns hier langsam nach oben bewegen und bis am Mittwoch hier oben ankommen, auf die 21,2 bis 21,6 ungefähr und dann am Mittwoch, je nachdem, was der Herr Paul und die Fed entscheidet, beziehungsweise was die für Nachrichten rausgeben in der Sitzung danach oder in der Pressekonferenz, dass wir dann halt hier wirklich den starken Abverkauf sehen, was immer noch mein Primärszenario ist für Bitcoin. Dass wir uns hier wiederfinden bei den 16.400 bis 15.100, ist ja wirklich mein Primärszenario schon seit Wochen, wo ich zu euch sage. Ja, ich bleibe auch dabei. Jetzt mal gucken, wie sich es ausspielt. Es kann sein, dass wir hier, ich habe jetzt dieses Falling Broadening Wedge. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt und es ist auch richtig, was ich jetzt erzähle, weil ich bin kein Chart-Pattern-Trader, wie ihr wisst. Ich trade nach dem SK-System und ja, aber ich habe das mal so eingezeichnet, weil das wird dann wirklich, wenn hier der Abwärtstrend weiterhin so stattfinden würde, würden wir uns hier unten sehen. Da würden wir zuerst dieses bearische Szenario hier zu Ende durchspielen und hier abschließen, weil 18,8 bis 18,5 ungefähr. Ja, das ist nicht mehr so weit. Es sind ein paar hundert Dollar beziehungsweise 1000 Dollar ungefähr. Ja, also wenn dieses Level hier nicht hält, diese schwarze Box und wir jetzt hier heute Abend und in der Nacht nochmal runterkommen sollten, dann gehe ich davon aus, dass wir jetzt das hier durchspielen. Wir haben jetzt zwar das WC-Korrektur-Level, das ist diese rote Box hier. Mache ich es vielleicht ein bisschen größer, damit ihr es besser seht. Haben wir hier zwar jetzt nach oben durchbrochen, aber noch nicht für mich, also für mich noch nicht signifikant genug. Also wir haben jetzt, obwohl wir jetzt hier das BC-Korrektur-Level hier nach oben leicht, also überextendiert haben, aber wir mit diesen Highs, nicht diese Highs hier rausgenommen haben und diese Highs hier, ist für mich diese Sequenz immer noch vollkommen intakt und die
dieser Bereich kann weiterhin auch genutzt werden als Short. Für mich, in meinen Augen, so mache ich es zum Beispiel. Ja. Dann kann es auch sein, dass wir dann auch am Mittwoch einfach hier direkt runtergehen und hier dieses Level hier nicht mehr sehen. Beziehungsweise wir uns dann hier runter bewegen am Mittwoch. Dann hier oben in diesem Bereich, wo jetzt die schwarze Box ist, dass dieser Bereich nachher ein Wendepunkt für die Bären wird und dann, dass wir dann von dort aus dann nach unten gehen. Halte ich für möglich, kann sein, müssen wir abwarten, was jetzt der Wochenstart mit sich bringt, was die traditionellen Märkte morgen machen, wenn sie aufmachen in Amerika. Da wird viel davon abhängen, was dann der Bitcoin-Kurs macht. Also wie gesagt, für mich, wenn die schwarze Box hier halten sollte, kann es sein, dass wir uns hier oben wiederfinden bis Mittwoch, dieses Level abarbeiten und dann den großen Abverkauf sehen mit der Sitzung von der Fed. Und kann aber auch sein, dass wir auch hier jetzt direkt diese bearish Szenario finishen und dann gucken, wie der Markt reagiert. Also ich bin wirklich sehr, sehr unentschlossen, weil wir stecken hier wirklich zwischen zwei Level fest, das Bearische und das Bullische. Also das sind beides Szenarien, wo momentan tradebar sind. Und zwar in meinen Augen eine Chance von, ich würde sagen, 60-40 für die Bären. Mittelfristig, klar, bin ich klar bearish, also dass wir hier meine 16.000 sehen werden, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber jetzt kurzfristig kann es auch sein, dass dieses Level hier hält und wir nach oben gehen. Ja, das müssen wir dann gucken, die nächsten Tage, heute Abend, heute Nacht. Ja, aber das sehen wir dann, was dann der Markt macht. Dass ihr jetzt hier mal meinen Überblick habt, auch für die, wo neu da sind. Herzlich willkommen hier bei mir. Wie ihr seht, ich habe hier ein etwas anderes Analyse-System. Ja, ich tue es systemisch, analysieren die Charts und ich trade nicht nach Support und Resistance, sondern einfach nach einem SK-System, nach dem SK-System und ja, ist einfach besser. So. Jetzt gehen wir noch schnell in Ethereum rein, weil da tut sich gerade was. Bei Ethereum haben wir hier 4-Stunden-Chart, habe ich euch auch angezeichnet. Hier haben wir diese große aufsteigende Support-Linie mit dem Wendebereich der Bullen, schwarze Box hier, wo wir uns momentan drin befinden und auch jetzt schon das nächste tradebare Level fast angetestet haben, das 55,9er, das ist diese grüne Linie hier. Haben wir noch nicht erreicht, aber das wäre für mich das nächste Trade-Level, weil wir hier oben schon drin waren bei 1450. Das wäre das nächste Level, dann natürlich das 61,8er, das muss man traden. Das ist auch das die 1320 US-Dollar, wo ich hier eine riesengroße Long-Position drin habe schon, seit Wochen. Ja, müssen wir gucken. Mein Szenario ist hier, dass wir uns hier wirklich in diesen Knotenpunkt, wo wir hier haben, von aufsteigender Support-Zone, Bullen-Level, Bären-Level, diese goldene Box hier. Es ist einfach diese Zone von hier, diese Akkumulationszone von Widerstand und Support von den letzten Monaten und Jahren. Ja, also das ist, hier ist also wirklich für mich ein riesengroßer Support und das sage ich schon seit Wochen zu euch, die 1300 US-Dollar circa ist bei mir bei Ethereum so das Ziellevel und ja, kurzfristig bei Ethereum, was machen wir da? Bei Ethereum ist hier dieses bearische Level intakt. Wir hatten hier auch ein bullisches Szenario mal kurz drin. Aber wie ihr seht, wir hatten hier dieses Tief, sind hoch. Wir hatten hier den Wendebereich von den Bullen, diese schwarze Box. Haben sie auch angehittet, haben sie leicht extendiert. Aber wenn ihr mich kennt oder das System kennt, wisst ihr, ein tiefes B, ja. Das hier ist das B gewesen. Das war so. Und hier war das B. Und hier ist dann das C. Diese Sequenz war aktiv bis heute in der Nacht. Also heute Morgen war es auch noch aktiv. Und da sind wir hier runtergerasselt und haben dann
diese Tiefs rausgenommen haben, das BC-Korrekturlevel, dieser Bereich hier, der war hier ungefähr, haben wir deutlich rausgenommen, deutlich mit diesen Tiefs hier. Und somit ist für mich dieses Bullenlevel ad acta gelegt, für mich nicht mehr tradebar. Deswegen nehme ich es auch weg. Bei Ethereum sehe ich einfach dieses bearish Szenario eher ausspielen, dass wir hier runterkommen auf die 1300 US-Dollar circa. Und hier die große Sequenz, das wäre die hier, dass wir die hier abschließen, dann sind es diese 1300 ziemlich genau, was ihr hier auch auf dem 4-Stunden-Chart seht. Das ist dieser Bereich hier. Ja. Bei Ethereum gehe ich davon aus, dass wir hier nicht mehr nach oben gehen wie bei Bitcoin und uns Liquidität weiter oben holen, weil die Liquidität bei Ethereum, sehen wir hier, die liegt nicht hier oben. Wir haben kaum Dochte nach oben, aber wir haben überall große Schatten. Ja, große Schatten, große Schatten, große Schatten, große Schatten, große Schatten, große Schatten. Das heißt, die Liquidität liegt hier drunter und der Markt holt sich Liquidität, weil sonst funktioniert es nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier bei Ethereum eher nach unten gehen, bevor wir hier nach oben gehen und uns nochmal Kraft holen und hier eventuell diese Hochs rausnehmen und dann runtergehen. Das ist bei mir bei Ethereum mal primär so, dass wir hier runtergehen. Ja, müssen wir gucken, wie sich der Markt entwickelt heute Abend und Nacht. Ich werde euch updaten morgen früh, morgen Abend spätestens. Ja, da gibt es eigentlich auch nicht viel mehr zu sagen bei Ethereum. Wie gesagt, hier die 1300, das wäre das 61,8, das Golden Pocket hier. Das ist dieser Bereich hier, 1320 US-Dollar, ziemlich genau. Ist seit Wochen mein Primärszenario. Alle Leute, die diesen Kanal verfolgen, die wissen das, dass ich das schon seit Wochen sage. Und jetzt sind wir hier bei 1400. Also es fehlt nicht mehr viel bis in 1320, wenn man sieht, dass wir hier oben deutlich höher waren. Oder beziehungsweise schon hier oben deutlich höher waren. Wo ich aber auch schon hier oben war das, habe ich euch gesagt, Leute, ich sehe die 1300 eher als die 2000 hier oben. Und bis jetzt sieht es ja nicht mal so schlecht aus, ne? So. Ne, das habe ich sogar euch hier gesagt. Den Kanal gibt es seit, doch, ja, 4 Wochen. Ja, doch, das habe ich schon hier gesagt, wo wir noch hier oben waren, genau. Habe ich gesagt, Leute, ich sehe eher den Markt hier runterkommen auf die 1300, anstatt auf die 2000. Wir waren ja wirklich hier knapp vor den 2000, also 1900 US-Dollar waren wir hier. Und selbst da habe ich gesagt, Leute, ich glaube, wir gehen weiter runter, 1300. Und ja, jetzt sind wir kurz davor. Ich erwarte am Mittwoch spätestens diesen Abverkauf hier runter. Und hier bei 1320 habe ich eine riesengroße Long-Position, also ich glaube sogar meine größte Long-Position, wo ich jemals platziert habe, drin. Ich gehe davon aus, dass wir hier die Wende schaffen und uns dann langsam hier akkumulieren und den Bärmarkt Oktober, November das Ende einläuten und uns dann langsam aber stetig nach oben bewegen, bei Bitcoin und bei Ethereum. Also das ist mein Fahrplan für Ethereum. Die, wo mich verfolgen, die wissen das ja schon seit längerer Zeit. Ja, also wie gesagt, ich gehe bei Ethereum davon aus, dass wir hier keine neuen Highs bilden, sondern hier wirklich runtergehen. Genau, diese rote Box, was ihr hier seht, das ist ein Trade, wo ich heute Mittag mitgenommen habe, ein Intraday-Trade. Kann ich euch zeigen, wie ich auf den Trade gekommen bin. Für die, wo das wissen wollen, wie ich so Mini-Trades mache. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Genau, das war hier. Das war dieser Bereich. Das war hier. Nein, jetzt muss ich nochmal kurz die Uhrzeit. Ach ja, hier bin ich doch. Genau. So, wie ihr seht, diesen Trade habe ich da mitgenommen.
Auch super gefinisht hier. Das war in diesem Bereich. War ein kleiner Trade, ein kleiner feiner Trade. War aber auch knapp 2,5%, glaube ich, wenn ich noch richtig im Kopf habe. Können wir mal gucken. Ich bin hier oben eingestiegen bei 1000. ...1435, genau so. Ja, bei 1440 bin ich eingestiegen, so, genau so war das hier im PC-Level, bin ich rein. Ja, knappe 2,1%, ist okay. Je nach Margin war das ein guter Trade und ja, falls ihr euch wundert, warum da die rote Box drin war. Ja, also das ist bei Ethereum mein Fahrplan. Ich erwarte bei Ethereum, dass wir uns nicht mehr weiter nach oben bewegen, sondern eher nach unten, dass wir diese Ziellevel abarbeiten. Und uns bei meinen 1300 US-Dollar dann langsam einfinden und einpendeln und dann konstant uns genug Kraft aufbauen für die nächsten Monate, dass wir dann den Bärmarkt abschließen und uns dann langsam nach oben bewegen. So, das war's dann von meiner Seite aus, Leute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ich bringe euch weiter und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen in die Kommentare, ich werde jeden einzelnen antworten. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Genießt die Zeit mit eurer Familie, bleibt gesund. Gesundheit ist das Wichtigste, Familie ist das Wichtigste. Geld kommt und geht, es ist ziemlich scheißegal. Denkt an euch, denkt an eure Familie, denkt an die Gesundheit und alles andere kommt von allein. Garantiere ich euch, verspreche ich euch. In dem Sinn, macht's gut und einen schönen Sonntagabend euch. Bis morgen, bis dann mal. Ciao, ciao, euer Joe.